Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Talk zum Thema Chatkontrolle. Wir haben relativ spontan eine kleine Veranstaltung organisiert zur Chatkontrolle, ein Thema, das uns in den nächsten Monaten sicherlich noch begleiten wird, hoffentlich nicht Jahren, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wir, das sind konkret Konstantin von Digital Courage, Kalisi, die studiert Informatik und ist beim CCC Hamburg, und ich bin Tom von der Digitalen Gesellschaft. Ganz vorab, wir würden uns nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken beim dem Studio am Sudhaus in Berlin, die hier sehr spontan für uns das Studio hier gebaut haben. Und auch ganz, ganz, ganz großen herzlichen Dank an das Content-Team, die uns sehr, sehr kurzfristig hier noch mit reingeschoben haben und denen wir in den letzten Tagen einige Nerven und so gekostet haben. Vielen, vielen Dank. Das war sehr cool von euch. Oder ist sehr cool von euch. Genau, sehr spontan haben wir das Ganze organisiert, weil wir glauben, dass es ein Thema ist. Chatkontrolle, haben vielleicht einige von euch schon gehört, das gerade sehr groß auf der politischen Agenda stehen sollte für viele Leute, die sich irgendwie für Grundrechte, für Netzpolitik interessieren. Wir erzählen euch, oder wir gehen gleich nochmal ein bisschen ins Detail, was das genau bedeutet. Es geht insgesamt um eine ziemlich krasse, umfassende Überwachung und Kontrollmechanismen, die eingeführt werden sollen und die eigentlich die gesamte Kommunikation, insbesondere auch Ende-zu-Ende verschlüsselte, betreffen wird. Deswegen glauben wir, dass das Thema, da gibt es konkrete Pläne auf EU-Ebene, dass wir politisch jetzt angehen müssen. Insgesamt sprechen auch wir drei eher für eine kleine Kampagne, die im Entstehen begriffen ist: Chat-Kontrolle stoppen. Dazu werden wir am Ende noch mal irgendwie ein bisschen was sagen und wie ihr da eventuell auch mitmachen könnt. Im Anschluss an den Talk soll es auch einen kleinen Workshop geben, wie und was wir machen können in den nächsten Monaten, da wir glauben, dass wir jetzt noch die Chance haben, die Pläne, die relativ dystopisch, aber schon recht konkret sind, noch zu stoppen, bevor sie denn tatsächlich umgesetzt werden. Genau, Chatkontrolle. Chatkontrolle haben vielleicht einige von euch schon mal gehört, viele von euch gehört, ist in den letzten Jahren ein bisschen Thema gewesen. Ich komme jetzt leider nicht ganz drum rum, nochmal so einen kleinen Bogen zu spannen, was das eigentlich ist, da es doch ein bisschen Verwirrung auch teilweise gibt. Unter dem Begriff wurde im vergangenen Jahr insbesondere eine konkrete temporäre Ausnahmeregelung von der sogenannten E-Privacy-Richtlinie verstanden. E-Privacy ist auch so ein Stichwort, das viele von euch sicherlich sich mit beschäftigt haben. Es geht konkret nicht um die E-Privacy-Verordnung, die immer noch nicht, die immer noch in der Mache ist, sondern um die E-Privacy-Richtlinie, die noch gilt. Dazu gleich noch ein paar mehr Sätze. E-Privacy insgesamt ist eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Da geht es konkret um Datenschutz, in der Kommunikation, in elektronischer Kommunikation. Und insbesondere, oder das ist so ein Kernpunkt der E-Privacy-Richtlinie, das Verbot von Überwachung in der Kommunikation, von der allgemeinen Überwachung, sondern tatsächlich das garantiert ist oder garantieren soll oder zumindest sicherstellen soll in Ansätzen, dass unsere Kommunikation nicht ständig von allen möglichen Akteuren, staatliche wie private, gemonitort wird und überwacht wird und insbesondere kontrolliert wird. Genau, ganz kurz zur Einordnung, was bisher geschah. Unter Chatkontrolle versteht man eben tatsächlich eine konkrete, also kurz zur E-Privacy-Richtlinie, die führt, ich weiß nicht, ob ihr das hier lesen könnt auf dieser tollen Folie, die E-Privacy-Richtlinie gibt vor, dass Nationalstaaten dafür Sorge zu tragen haben, gesetzlich, dass insbesondere untersagt wird, dass Mithören, Abhören und Speichern sowie andere Arten des Abfangens oder Überwachens von Nachrichten. Das ist so die Grundlage. Das sollte dem Grunde nach, wie Juristinnen und Juristen sagen, sichergestellt werden, dass das nicht passiert. Wir wissen alle, dass es davon irgendwie diverse Ausnahmen gibt, Staatstrojaner und ich weiß nicht was. Aber dem Grunde nach sollte eigentlich sichergestellt werden, dass nicht irgendwie, wenn wir kommunizieren, auch telefonisch und so, die Richtlinie gilt nicht nur für, aber dazu, nein, nee, das will jetzt ins Detail gehen, aber dass insgesamt unsere Kommunikation nicht ständig überwacht wird und nicht von diversen Leuten oder Unternehmen etc. mitgehört wird.
Chat-Kontrolle konkret. Es ist ein bisschen komplex. Grundsätzlich gilt diese Richtlinie. Die verweist allerdings in einigen Definitionen auf hat auf eine alte Verordnung in den Definitionen zurückgegriffen. Diese Verordnung wurde im Jahr 2018 vom sogenannten Kodex über die elektronische Kommunikation, das ist auch eine Richtlinie, ersetzt. Die hat die Rahmenrichtlinie, Entschuldigung, es war keine Verordnung, es war eine Richtlinie, ersetzt. Da gab es dann plötzlich neue Definitionen über, was eigentlich elektronische Kommunikationsdienste sind, und hat damit eingeführt, dass ausdrücklich auch nur nummernunabhängige Over-the-Top-Dienste mit von der E-Privacy-Richtlinie erfasst werden. Das war vorher strittig. Juristisch würde ich eigentlich sagen, waren sie trotzdem irgendwie schon eigentlich betroffen, aber jetzt wurden sie ausdrücklich auch genannt. Damals hat dieser Kodex hat eine Umsetzungsfrist bis Ende 2020 vorgesehen. Und dann fiel plötzlich, angeblich ganz, ganz plötzlich, fiel einigen Unternehmen und insbesondere auch der Kommission auf, dass Microsoft, Google und andere Unternehmen schon vorher Inhalte, Kommunikationsinhalte, Mails, Chats etc. Nach Darstellungen von Kindesmissbrauch, von sexuellem Kindesmissbrauch durchsucht haben, auf verschiedene Arten, wie das technisch genau funktioniert hat, werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen oder beziehungsweise wie es funktionieren soll. Das ist denen aufgefallen, da war dann plötzlich, oder angeblich sei es ihnen dann erst aufgefallen, da wurden sie dann sehr, sehr hektisch. Im September 2020 gab es einen Kommissionsentwurf, der im Grunde vorsah, es gibt eine Ausnahmeregelung von der E-Privacy-Richtlinie, und zwar als eine Verordnung. Verordnung bedeutet, es ist unmittelbar geltendes Recht. Und zwar, die sicherstellen sollte, dass das sogenannte freiwillige Scannen nach entsprechenden Inhalten, dann auch melden an Strafverfolgungsbehörden, nun doch erlaubt sei. Das wurde dann im Eilverfahren verabschiedet, hat dann doch irgendwie bis Juli 2021 irgendwie gedauert. Im Europäischen Parlament gab es da doch noch ein bisschen Gegenstimmen. Patrick Breyer hat da sehr viel zu gearbeitet, den einige vielleicht auch kennen. Aber im Großen und Ganzen, es gab noch so ein paar kleine Änderungen im Vergleich zum Kommissionsentwurf, aber im Großen und Ganzen ist diese Ausnahmeregelung durchgegangen. Das bezeichnen wir jetzt mal einfach als Chatkontrolle 1.0. Das bezeichnet das freiwillige Scannen von durch die Telekommunikationsanbieter. Genau. Seinerzeit wurde schon, auch schon im April 2021, hat die Kommission angekündigt, ja, das ist jetzt total wichtig, dass wir das ganz schnell durchziehen, dass wir diese Ausnahmeregelung einführen. Aber sie sagten damals schon, ja, wir werden innerhalb von wenigen Wochen auch einen Verordnungsentwurf vorlegen, der eben nicht nur das freiwillige Scannen erlaubt, wie es jetzt derzeit der Fall ist, sondern der Anbieter dazu verpflichtet, eben solche Kontrollen durchzuführen. Und und insbesondere, und das war damals schon relativ klar, auch Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation, also sämtliche Kommunikation, betreffen sollte. Das wurde aus den wenigen Wochen, wurde jetzt mittlerweile ein gutes Jahr. Es ist so ein bisschen unklar, was da geplant ist. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Die zuständige Kommissarin Ylva Johansson, Innenkommissarin, hat sich aber relativ klar festgelegt, dass es eine Verpflichtung der Diensteanbieter zur Kontrolle der Inhalte, der gesendeten Inhalte auf entsprechendes Material geben soll. Da hat sie relativ klar gesagt, in einigen öffentlichen Stellungnahmen. Was aber sonst konkret geplant ist, das wissen wir bislang noch nicht. Wir müssen uns auch immer noch mal irgendwie vergegenwärtigen, dass wir uns mit einer Kommission zu tun haben, deren Vorsitzende seit 2019 Frau Ursula von der Leyen ist, die einigen von euch ja auch noch bekannt sein wird als Zensursula, die seinerzeit das Blockieren und Stasi 2.0 etc. einführen wollte. Das ist halt die Kommission, die gerade einiges plant. Wir wissen noch nicht konkret, was in dieser Verordnung drinstehen wird. Es gab kürzlich einen Leak über so ein, dass ein bestimmtes Kommissionsgremium einen Bericht geschrieben hat, aus dem sich so ein bisschen rückverfolgen ließ, was da eventuell geplant ist, was insbesondere auch
Ein Stichwort ist eben Client-Side Scanning, darauf gehen wir gleich nochmal ein bisschen ein, aber dass eine sehr weitgehende Verordnung zu erwarten ist, die insbesondere auch das Grooming, also das Annähern von insbesondere meist älteren Männern an Jugendliche und auch das Erkennen von neuem Material, was technisch gesehen nur möglich ist über sogenannte künstliche Intelligenz oder werden wir gleich noch mal ein bisschen mehr stärker darauf eingehen. Also es ist ein bisschen dystopisch, was wir gerade erwarten, was da kommen wird, insbesondere angesichts der klaren Festlegung der Kommission. Zugleich, und das ist noch eine andere parallele Entwicklung, sollte man immer noch irgendwie präsent haben, dass Verschlüsselung insbesondere, nicht erst seit irgendwie letztem Jahr irgendwie politisch im Fokus der europäischen Regierungen, weltweit natürlich auch von vielen Regierungen ist, aber insbesondere auch der europäischen. Es gab im Jahr 2020 vom Ministerrat, seinerzeit noch unter Seehofer, oder in der europäischen, also in der Präsidentschaft, der deutschen Präsidentschaft, da war dann Seehofer der Vorsitzende des entsprechenden Innenministerrats, ein Papier, von dem ich einige Sachen euch nicht ganz vorenthalten will. Und zwar haben sie seinerzeit schon geplant, 2020, dass man doch im Dialog mit der Technologiebranche dazu kommen sollte, innovative Konzepte im Hinblick auf neue Technologien, um mit verschlüsselter Kommunikation umzugehen, da diese ja ein Problem sei, insbesondere was Terrorismus, organisierte Kriminalität, eben auch sexuellen Missbrauch von Kindern, aber auch eine andere große Vielzahl anderer Cyberstraftaten und durch den Cyberraum ermöglichter Straftaten, was natürlich so weitgehend ist wie irgendwie denkbar. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber sprechen, was gerade irgendwie konkret geplant wird. Es ist zu erwarten, dass es zunächst um sexuellen Missbrauch von Kindern gehen wird, aber dass da der Ministerrat schon an die Tür geklopft hat bereits. Seinerzeit wurde das Ganze noch vor allen Dingen unter dem Stichwort, okay, es ist ein Angriff auf Verschlüsselung, Verschlüsselung soll verboten, wie auch immer werden. Im letzten Jahr kam plötzlich die große Diskussion auf Client-Side-Scanning, werden viele von euch auch schon mal gehört haben. Das wurde vor allen Dingen bekannt durch Pläne von Apple, die geplant haben, sämtliche Kommunikation ihres Messengers über das Abgleichen von Hashwerten in Datenbanken. Wie gesagt, ich glaube, gleich wird es noch ein bisschen technischer. Über quasi auf den Endgeräten der Nutzerinnen und Nutzer eine entsprechende Überwachung und Kontrolle durchzuführen. Da haben sie im August 2021, also im vergangenen Jahr, Pläne vorgelegt. Es gab einen ziemlich großen Aufschrei von irgendwie von Zivilgesellschaft, aus der Politik und insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gesagt, das ist irgendwie keine gute Idee. Und sie haben dann tatsächlich innerhalb von einem Monat gesagt, okay, naja, wir ziehen die Pläne erstmal zurück und legen die erstmal auf Eis. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu dem Ganzen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen angedeutet, was Chatkontrolle denn eigentlich ist, was die Politik ist, wie die im Detail funktionieren soll. Dazu würde jetzt erstmal Konstantin ein paar Sätze verlieren. Darf ich den? Sorry. Dankeschön. Danke, Tom. Ich werde jetzt versuchen, euch ein bisschen zu skizzieren, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir Chatkontrolle sagen. Und Khaleesi wird das später auf einer technischen Ebene erklären. Ich versuche das jetzt einmal ganz grob runterzubrechen. Und damit wir verstehen können, warum das aus meiner Ansicht eine Form von Überwachungsinfrastruktur wäre, die wir so noch nicht gesehen haben, wäre es sinnvoll, das erstmal abzugrenzen von sogenannter klassischer Überwachung. Und die Pläne, die Apple dort letztes Jahr vorgelegt hat, von denen Tom gerade gesprochen hat, das hilft da auf jeden Fall, sich das auch nochmal vorzustellen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Also wenn ihr normalerweise einen Messenger verwendet, um zu kommunizieren, dann funktioniert es ja so, dass von eurem Smartphone, im Zweifelsfall über einen Server, sei es jetzt ein Signal-Server, eine Nachricht an das andere Smartphone übermittelt wird. Und klassische Überwachung hätte hier angesetzt, dass sie auf diesem Weg der Übermittlung die Nachricht abfängt und auswertet. Was sich in den letzten Jahren etabliert hat, unter anderem durch den Messenger Signal, ist eben, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so ein Standard geworden ist, dass heutzutage so gut wie jeder Messenger dieses Feature anbietet oder anbieten sollte, zumindest wenn er etwas auf sich hält. Das wird von UnterstützerInnen der Chatkontrolle
als Problem dargestellt, da dieser Schutz für unsere private Kommunikation alle Menschen schützt. Und das schließt natürlich auch VerbrecherInnen ein, welche darüber Darstellungen von Kindesmissbrauch teilen wollen. Und deswegen soll der Lösungsansatz für dieses Problem sein, die Vertraulichkeit der Kommunikation von allen Menschen anzugreifen. Dafür gibt es potenziell drei Eskalationsstufen, die ich hier einmal skizzieren möchte. Und zwar soll, um dieses Prinzip der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu untergraben, schon auf dem Smartphone analysiert werden, was für Nachrichten versendet werden und ob dort eben solche Missbrauchsdarstellungen darunter sind. Und da gibt es als erste Eskalationsstufe bekannte Missbrauchsdarstellungen. Dafür würde dann ein Hash, also sprich ein Muster eines Bildes erstellt, das ihr versendet und verglichen mit solchen Fällen, in denen schon Nachrichten ermittelt wurden und die mit gewissen Datenbanken verglichen werden. Dann gibt es die Suche nach bisher unbekannten Missbrauchsdarstellungen. Dafür würde auf Machine Learning oder sogenannte künstliche Intelligenz zurückgegriffen werden. Und da würde versucht zu erkennen, was für ein Alter haben denn die abgebildeten Personen, was passiert hier und handelt es sich um solche Fälle. Und dann gibt es die dritte gravierendste Eskalationsstufe, nämlich der Versuch, Anbahnungsversuche von Erwachsenen an Kinder und Jugendliche zu erkennen, das sogenannte Grooming. Dafür müsste eine inhaltliche Analyse der Konversation stattfinden und vermutlich auch eine Verknüpfung mit anderen Daten über die Personen. Genau, und wir wissen inzwischen aufgrund der Leaks und aufgrund auch der Äußerungen von Ilja Johansen selbst, dass dieses Szenario im Moment im Raum steht und der Versuch ist, das zu etablieren. Was haben wir dazu bisher gemacht? Spätestens seit den Apple-Plänen im letzten Jahr. Spätestens seit den Apple-Plänen im letzten Jahr wissen wir, dass wir hier mit einem großen Versuch einer Überwachungsinfrastruktur zu tun haben und dass wir uns hier gemeinschaftlich als Zivilgesellschaft dagegen stellen müssen. Das heißt, wir haben uns erstmal darum bemüht, eine Allianz aufzubauen, die auf dem stabilen Fundament steht. Über das ETRI-Netzwerk haben wir dafür ein sogenanntes Prinzipienpapier erarbeitet, bei dem wir klar machen, hier gibt es gewisse rote Linien, die ein Verordnungsentwurf einhalten müsse, damit er rechtsstaatlichen Prinzipien gehorcht. Denn wir unterstützen natürlich die Bemühungen zu sagen, man möchte Kinder schützen, aber das kann man nicht erreichen, indem man einen grundrechtswidrigen Verordnungsentwurf vorlegt, der am Ende von Gerichten gekippt werden muss und der auch umgangen werden kann von denjenigen, die diese Taten am Ende wirklich begehen und damit gleichzeitig aber die Grundrechte von allen Bürgerinnen und Bürgern eingeschränkt werden. In diesem Prinzipienpapier stellen wir klar, es darf keine anlasslose Massenüberwachung geben. Es darf, wenn überhaupt, zielgerichtete, durch Richtervorbehalt kontrollierte Maßnahmen geben. Die Überwachungsbefugnisse müssen auch von unabhängigen Stellen kontrolliert werden. Kleinzeitscanning ist eine an sich nicht zulässige Technologie, denn die würde die Kommunikation von allen Menschen kontrollieren und überwachen. Wir sagen auch, es ist keine Lösung, sich auf rein technologische Maßnahmen zu stützen, denn es geht ja hier um sehr komplexe soziale Probleme. Das heißt, soziale Arbeit, Prävention, Kinderschutz, der wirklich auch das Problem an der Wurzel packt, der muss viel mehr in den Vordergrund gestellt werden, anstatt zu sagen, wir versuchen auf hintersten Ebenen das Problem anzugehen. Wir haben mit Hilfe dieser Prinzipien, die wir vereinbart haben, Druck auf politische EntscheiderInnen ausgeübt. Wir haben angefangen, einen offenen Brief an die Europäische Kommission zu veröffentlichen. Wir haben Gespräche geführt mit verschiedensten Personen, die in der Zivilgesellschaft zusammenkommen können, um diese Position zu artikulieren. Wir haben Input in die Koalitionsverhandlungen im letzten Jahr gegeben. Ihr habt ja vielleicht auch gesehen, dass im Koalitionsvertrag steht, dass die Koalition Maßnahmen zum automatisierten Scannen von Nachrichten ablehne. Da werden wir natürlich auch darauf pochen, dass diese Versprechungen dann auch umgesetzt werden. Wir haben versucht, mediale Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren. Wir haben damit durchaus schon die ein oder anderen JournalistInnen sensibilisieren können für das Thema. Und wir betreiben auch Advocacy-Arbeit, indem wir uns an Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament wenden. Was steht jetzt als nächstes an? Im Moment ist der Verordnungsentwurf noch in der kommissionsinternen Abstimmung. Der wurde jetzt schon immer und immer wieder aufgeschoben.
Das liegt vielleicht daran, dass selbst innerhalb der Kommission Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit dieses Vorschlags bestehen. Das liegt sicherlich auch daran, dass es schon so massiven zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen diesen und ähnliche Entwürfe gibt. Das heißt, schon jetzt hat es gewirkt, dass wir und andere sich dort lautstark artikulieren. Es ist auch wichtig, dass wir jetzt hier nicht im Druck nachlassen. Der aktuell geplante Termin für die Veröffentlichung ist der 11. Mai. Da steht ein großes Fragezeichen mit dabei, da dieser Veröffentlichungstermin schon immer und immer wieder aufgeschoben wurde. Und auch jetzt hören wir, dass Kommissarin Johansson sich schwer tut, damit intern überhaupt Unterstützung zu gewinnen. Wo sind wir in dem Gesetzgebungsverfahren? Wir sind noch vor diesem Verordnungsvorschlag tatsächlich. Das hat den Vorteil, dass wir jetzt sehr früh angefangen haben, gemeinsam diese Allianz aufzubauen, dass wir nicht überrascht werden von diesem Entwurf, der irgendwann mal kommt, sondern dass wir schon jetzt artikulieren können, was die roten Linien sind und dass wir jetzt schon gemeinsam ein Fundament legen können, um diesen Verordnungsentwurf möglichst bevor er veröffentlicht wird, schon aber wenn er denn am 11. Mai veröffentlicht wird, lautstark uns dem entgegenzustellen. Und an der Stelle gebe ich jetzt an Khaleesi ab, welche euch das von der technischen Ebene erklären wird. Ja, vielen Dank. Wie sieht das Ganze technisch aus? Also es klingt alles jetzt schon relativ schlimm und ich glaube, wenn man sich das Ganze technisch anschaut, dann wird es eigentlich nur noch viel schlimmer. Dafür können wir ja einmal schauen, das hatte Konstantin ja gerade schon einmal erwähnt, wie sieht das eigentlich normalerweise aus, wenn wir über einen Messenger kommunizieren? So. Das sieht normalerweise so aus. Diese grüne Linie soll die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Kommunikation darstellen. Das heißt, Azad und Bettina kommunizieren miteinander und diese ganze Kommunikation ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, niemand kann mitlesen. Auch nicht der Server, über den sie gerade laufen. So, und jetzt kommen wir halt zu dieser Frage, wie kriegen wir das Ganze hin zu untersuchen? Derzeit ist es so, Tom vorhin schon erwähnt hat, die großen Tech-Unternehmen dürfen schon freiwillig mitscannen. Das heißt, unverschlüsselte Kommunikation, sprich, wenn ich irgendwas in die Google Cloud hochlade, Bilder zum Beispiel, können schon gescannt werden. Und die Idee, das Ganze dann auch in Ende-zu-Ende verschlüsselten Kommunikation zu machen, funktioniert ganz ähnlich. Die erste Eskalationsstufe, die Konstantin erwähnt hat, ist nämlich Scannen nach bereits bekannten Materialien. Und es ist so, dass zum Beispiel Microsoft einfach eine sehr große Datenbank hat an bereits bekannten Missbrauchsdarstellungen und diese Bilder werden in Hashes umgewandelt. Müssen wir einmal ganz kurz zurückgehen, was sind eigentlich Hashes? Hashes sind im Prinzip wie ein Fingerabdruck von einem Bild, das heißt, es wird ein sogenannter Hashing-Algorithmus auf dieses Bild angewandt und der ist auch wirklich so, dass man eindeutig identifizieren kann, dass es dieses Bild ist. So, und das ist nur auf dieses Bild zurückzuführen. Und dann gibt es zwei Szenarien, die man sich dann in diesem Bereich überlegen kann. Das erste ist wirklich das Scannen auf dem Gerät. Das heißt, da wo wir jetzt die Lupe sehen, da findet eigentlich diese ganze Untersuchung, das Scannen auf dem Material statt. Was das konkret bedeutet, ist, dass wenn ihr ein Bild verschicken würdet, das Ganze gehasht wird und euer Telefon eine Hash-Datenbank haben muss, mit der der es abgleichen kann, ob dieses Bild bereits bekanntes CSAM, also Child Sexual Abuse Material, ist. Und dann wird dieses Bild entsprechend an den Betreiber, die Betreiberin weitergeleitet. So, das wäre so das Erste. Das klingt jetzt erstmal vielleicht für einige von euch nicht ganz so schlimm, aber man sollte sich klar machen, das ist relativ anfällig. Das heißt, es läuft erstmal ein zusätzliches Stück Software auf eurem Handy. Wenn man es schafft, euer Handy zu kompromittieren oder wenn man sein Handy vielleicht auch selber rootet, das heißt, dass man das selber aufsetzt, dann kann man diese Software entweder relativ leicht austricksen
Oder man kann sie auch im Negativen abändern, nämlich indem man einfach Hashes wie zum Beispiel zu Demonstrationsaufrufen in diese Hash-Datenbank auf eurem Handy hinzufügt und ihr dann entsprechend geflaggt werdet. Das ist ziemlich uncool. Es gibt auch noch ein paar andere Fragen, die man sich in dem Zusammenhang stellen kann, aber dazu kommen wir später. Die zweite Version, die es gibt, ist das Ganze auf dem Server abzugleichen, denn wissen wir alle, auch wenn unsere Handys so gut sind, wie Computer vor 10 Jahren noch waren, haben wir natürlich begrenzt Platz. Das heißt, wir können natürlich nicht immer alle Hashes herunterladen, beziehungsweise das wird dann irgendwann in die Leistung auch von unserem Telefon gehen. Und das ist ja eigentlich was, was man nicht will. Das heißt, die zweite Möglichkeit ist, diese Hash-Abgleiche auf dem Server durchzuführen. Das heißt, eure Nachricht bleibt Ende zu Ende verschlüsselt. Das Bildmaterial, was ihr mitschickt, wird in einen Hash umgewandelt, zu diesem Server geschickt und dieser Hash-Abgleich findet auf dem Server statt. Das ist die zweite Variante. Das heißt, das wird immer darüber gehen. Und dann ist natürlich die nächste Sache, wenn das dann entsprechend geflaggt wurde, muss es dann halt auch angeschaut werden. Das behalten wir einfach für später mal im Hinterkopf. Das zweite Szenario, was Konstantin vorgestellt hat, war ja die Thematik Scan nach unbekanntem Material. Okay, wir haben also vorher immer nur nach dem Material geguckt, was wir sowieso schon im Umlauf wussten. Was wir jetzt aber machen möchten, ist auch Material zu finden, was noch nicht im Umlauf ist. Wie kann man das machen? Ja, die künstlichen Intelligenzfans werden jetzt alle schreien. Nämlich künstliche Intelligenz mit einem Bilderkennungsprogramm. Was diese Bilderkennungsprogramme im Wesentlichen machen könnten, ist zum Beispiel einzuschätzen, wie alt die Person auf dem Bild ist, wie viel Haut da gerade zu sehen ist und wie diese Bilddarstellung ist. So, das ganz grundsätzlich dazu, was man dafür nutzen könnte. Da ist natürlich wieder das Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel Jugendliche haben, die miteinander schreiben und sich vielleicht Nacktfotos schicken, dann könnte hier der ganze Classifier schon anschlagen. Das wäre ziemlich doof. Oder man stellt sich das Szenario vor, ihr seid mit eurem Kind im Urlaub, schickt irgendwie ein nacktes Urlaubsbild vom Strand an Oma und Opa. Und auch hier, weil da junges Kind mit sehr viel nackter Haut zu sehen ist, schlägt das Ganze an. Wie sieht das Ganze dann konkret auf? Wir haben wieder die Aufteilung einmal auf unserem Handy. Das heißt, wir müssen schon trainierte Classifier haben. Das heißt, ein Classifier ordnet im Prinzip Dinge in Kategorien ein. Also es würde zum Beispiel sagen, ja, okay, das könnte eine kinderpornografische Darstellung sein und dann würde das entsprechend geflaggt werden. So, das heißt, das Erste, was passieren müsste, wir müssen natürlich solche Classifier trainieren. Wenn wir solche Classifier trainieren, brauchen wir entsprechende Daten und wir brauchen Menschen, die sagen, hier hast du richtig angeschlagen und hier hast du falsch angeschlagen. So, und das Ganze wird dann auf unser Handy geladen und dieser Classifier läuft dann wirklich über alle die Bilder, die wir halt versenden, bevor wir sie überhaupt sozusagen richtig losgeschickt haben. Und sollte der Classifier anschlagen, dann wird das Material entsprechend an Anbieterinnen weitergeleitet und kontrolliert. Und sollte sich das halt bewahrheiten, dass das CSAM-Darstellungen sind, dann würden entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Das nächste, was natürlich auch geht, ist diesen Classifier auf dem Server laufen zu lassen. Das Thema hatten wir ja eben schon. Unsere Handys sind zwar schon sehr powerful, aber halt noch begrenzt. Das heißt, eigentlich ist es besser, das irgendwie outzusourcen. Also lassen wir das Ganze auf dem Server laufen, was bedeuten würde, dass wir all diese Bilder auf einem Server kontrollieren müssen. Das heißt, die liegen irgendwo in der Datenbank, sind aus der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung rausgenommen worden, um angeschaut zu werden. Das ist natürlich ein Problem, denn wenn ich es schaffe, in den Server einzubrechen, habe ich auch die ganzen Bilder. Da stellt sich dann auch die Frage, wie lange werden die da gehalten und so weiter und so fort. Und ich kann natürlich auch wieder versuchen, den Classifier zu manipulieren auf dem Server, wenn ich Zugriff auf den Server habe. Gleiches gilt natürlich auch für das Handy. Also ich kann immer wieder versuchen, in dieses System einzugreifen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde,
die Vorstellung nicht so super, die Fotos von meiner kleinen Cousine auf irgendeinem Server unverschlüsselt zu haben. Weil dafür benutze ich ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und dann kommen wir eigentlich zu dem dritten Szenario, was nach unserem Wissen bisher das Wahrscheinlichste ist, nämlich nicht nur Scannen nach unbekanntem Material, sondern auch Scannen von Text. Das heißt, gleiches Spiel, wir brauchen Texterkennungssoftware und diese Texterkennungssoftware versucht dann sozusagen rauszufinden, ist das eine Anbahnung, versucht was über das Alter rauszufinden, was natürlich zum Beispiel auch relativ schwierig ist in diesem Grooming-Kontext, da man zum Beispiel weiß, dass ältere Personen, die in diesem Grooming-Kontext unterwegs sind, sich eigentlich an die Sprachgegebenheiten von den Jugendlichen anpassen. Das heißt, wie differenzieren wir dann zwischen Jugendlichen, die miteinander irgendwie Sexting-Konversationen führen und Grooming-Anbahnungen? Also das wird schwierig und das würde halt wieder implizieren, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird aufgebrochen, denn wenn wir es auf dem Gerät machen, haben wir dieses Classifier-Problem. Das heißt, dieser Classifier ist trainiert, aber so KI irrt sich halt auch manchmal und es ist halt relativ schwer, das zu kontextualisieren. Das heißt, das in einem bestimmten Kontext einzuordnen. Und wenn wir es halt auf dem Server haben, dann wissen wir alle, okay, wenn wir Text auf dem Server scannen, dann haben wir keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr. Und das wäre ziemlich dramatisch. Das heißt, hier haben wir eine Bandbreite an Problemen, die wir nicht wirklich technisch auch lösen können. Genau, so viel zu der technischen Umsetzung. Es sind natürlich nicht nur die technischen Probleme, die man vielleicht aus Sicht von einigen Personen so wegtechnologisieren kann, sondern es hat auch noch viel weitreichendere Auswirkungen. Also, was ist das generelle Problem mit dieser Chatkontrolle? Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Klar, wir haben halt bei Technologie immer das Problem, wir haben keine Kontextualisierung. Das heißt, ob ich jetzt meinem Partner oder meiner Partnerin ein Foto von meinem Kind vom Strand schicke oder das CSAM ist schwer zu differenzieren und es wäre einfach eine Überwachung von uns allen. Und gerade bei Jugendlichen, wenn die sich irgendwie Sexting oder irgendwelche Nacktfotos hin und her schicken, es würde immer bedeuten, die Sachen werden weitergeleitet, die Sachen werden durchgeschaut und durchschaut. Und das ist wirklich höchst problematisch. So, dann haben wir wieder dieses Thema Review durch Plattform. Denn meistens ist es halt nicht so, dass das direkt an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet wird, weil die halt sowieso schon eine schiere Menge von Daten haben, mit denen sie arbeiten müssen. Und deswegen gibt es halt Review durch Plattform. Und wir erinnern uns alle, das passiert meistens ausgelagert an schlecht bezahlte Dienstleisterinnen im Ausland. Und man weiß es eigentlich nicht so genau und es ist auch nicht so richtig ersichtlich, unter welchen Kriterien das bewertet wird. Also schwierig. Der nächste Aspekt ist der rechtliche Aspekt. Wenn man drüber nachdenkt, kommt man vielleicht relativ schnell, auch wenn man sich uns den Titel nochmal anschaut, auf das Thema Briefgeheimnis, also Artikel 10 Grundgesetz. Und das Brief- und Fernmeldegeheimnis steht bei uns im Grundgesetz und es würde quasi eine Aufweichung dieses Gesetzes bedeuten. Und es gibt auch schon eine Meinung von einer ehemaligen EuGH-Richterin genau zu den Sachen, die jetzt bisher geleakt wurden, zu diesem möglichen Gesetzesentwurf, die sagt, es würde vor dem EuGH einfach nicht standhalten. Aber wir haben ja auch die Erfahrung mit der Vorratsdatenspeicherung gemacht. Wenn das Ding erstmal da ist, dauert das dann doch relativ lange, bis wir es wieder wegbekommen. Das nächste Thema natürlich wieder anlasslose Massenüberwachung. Psychologisch ist es einfach so, dass wir unseren Geräten nicht mehr trauen können und heutzutage ist unser Handy einfach das Persönlichste, was wir in unserem Besitz haben. Das ist für die meisten Menschen wie ein Tagebuch. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die alle ihre Notizen, alles, was sie machen, auf ihrem Handy haben, auch ihre Bildersammlung, was auch immer. Das heißt, ich hätte das Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Gerät, denn da ist Software drauf, die mich kontrolliert. Und einige Menschen erinnern sich vielleicht an den tollen Trailer von der Reclaim Your Faces-Kampagne. Es gibt den sogenannten Chilling-Effekt. Das heißt, wenn ich als Mensch weiß, dass ich überwacht werde, dann zensiere ich mich quasi selber. Das heißt,
es ist auch nicht nur eine Bedrohung für diesen privaten, persönlichen Raum, dass man das Gefühl hat, dass jemand konstant darin eindringt, sondern es ist auch einfach ein Problem für Aktivistinnen oder Menschen, die sich politisch engagieren oder aktivistisch beteiligen möchten. Wirtschaftlich, wir kennen diese Debatte auch schon aus anderen Bereichen, heißt es natürlich, Microsoft und Google und Apple haben halt schon ihre Software dafür geschrieben. Die haben eine Anwendung dafür. Für kleinere Plattformbetreiberinnen wird das allerdings problematisch. Es gibt zwar auch Ideen, das Open Source umzusetzen. Das ist dann ja, kann man dann halt wieder sagen, ja, okay, es gibt ja eine Open Source Lösung. Da muss man dann halt aber auch wieder schauen, wie sehr vertraue ich dieser Software wirklich? Also dann habe ich zwar keine Blackbox mehr, wie bei den großen Anbieterinnen, aber ich kann da immer noch Sachen einbringen. Ich möchte das nicht unbedingt so gerne haben, vor allem, weil ich glaube, dass für die meisten Leute mit weniger technischem Verständnis das teilweise auch einfach gar nicht nachprüfbar ist. Politisch, Tom hat das vorhin schon angesprochen, dass der Ministerinnenrat bereits 2020 schon geäußert hat, dass sie diese innovativen Überwachungstechnologien gerne nutzen und ausbauen wollen. Und das heißt konkret, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es für was anderes benutzen, ist relativ hoch. So, in einer Zeit, wo Klimaaktivistinnen vermehrt verhaftet werden, wo da sehr harsch gegen vorgegeben wird, in der Viktor Orban extrem krasse Zensur vornimmt, ist die Frage, will man überhaupt irgendjemand dieses Werkzeug an die Hand nehmen? Und ich glaube, die Antwort ist ganz klar nein, denn es wird immer ausgenutzt werden, wenn es erstmal da ist. Und wenn wir es in Europa machen, geht es halt auch in die Welt. Und wenn es erstmal da ist, dann wollen halt auch andere das benutzen. Und das kann dann halt auch sehr schnell sein, dass da Bilder für irgendwelche politische Aufrufe drin landen. Praktisch, wir haben es vorhin schon einmal kurz gehabt, ist die Umsetzung ohne das Aufbrechen der Ende-für-Ende-Verschlüsselung zum einen nicht möglich und zum anderen muss halt auch ganz klar sein, was ist denn eigentlich ein Chat? Das ist eine relativ große Frage, nämlich was ist mit dezentralen Diensten? Was ist mit irgendwelchen Pinwänden, auf denen man sich austauscht oder ähnlichen? Das ist nicht klar definiert, das ist relativ schwer. Was ist mit Ende-zu-Ende verschlüsselten E-Mails etc.? Das könnte schwierig werden und ganz grundsätzlich sind die Ermittlungsbehörden auch einfach schon extrem überlastet. Es gab von der Schweizer Bundespolizei schon die Meldung, dass sie eigentlich den Großteil dieser Sachen gar nicht angucken können oder dass es halt einfach Falschmeldungen waren, dass es halt einfach letztendlich nichts gebracht hat. Auch das BKA sagt, sie können halt nur reaktiv handeln und selbst da ist die Datenmenge schon sehr hoch. Das heißt, mehr Daten sind nicht besser. Und die nächste Frage, die sich stellt, ist, wo wird diese Datenbank, von der diese Hash-Datenbank eigentlich befüllt und von wem? Wir sehen gerade an der aktuellen Europol-Debatte, dass sie ja auch schon eine schiere Sammlung von Daten haben, aber nicht genau sagen können, was da eigentlich drin ist. Und dann ist halt auch die Frage, wie gut sind die dann auch geeignet, um das Ganze zu moderieren und zu befüllen. So, also grundsätzlich ist das also eine gute Idee? Ganz eindeutig nein. Ein Punkt, den man auch im Hinterkopf haben sollte, ist natürlich, wenn so etwas eingeführt wird, drängt das Täterinnen auch eher mehr in den Untergrund, als dass man sie einfacher finden kann. Unsere Forderung, Konstantin hatte sie schon einmal kurz vorgestellt, keine Untergrabung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, keine Pflicht zu Scanning bei Messenger-Apps, Investition in Opferschutzprogramme, gute Polizeiarbeit statt einfach einer anlasslosen Massenüberwachung und natürlich eine rechtliche Basis für die Löschung. Das hat auch in den letzten paar Wochen Presse gemacht, dass das BKA zwar viel Material findet, aber keine Rechtslage hat, es zu löschen und dass deswegen ganz grundlegend einfach keine Löschung erfolgt. Was können wir tun?
Ihr habt vorhin schon gesehen, wir sind noch ganz am Anfang. Nicht so wie bei anderen Sachen, wo wir schon so mittendrin waren in dem Aushandeln der Gesetze im Parlament, wo wir anfangen mussten, Parlamentsabgeordnete anzurufen oder ähnliches. Das heißt, wir können jetzt noch mal richtig Alarm machen. Zum einen auf Nancy Faeser Druck machen, die sitzt im Ministerinnenrat, da auch noch mal an das Versprechen mit dem Recht auf Verschlüsselung aus dem Koalitionsvertrag erinnern. Und man kann es natürlich immer noch machen, im Zweifelsfall seinen Parlamentsabgeordneten anrufen, mit ihm darüber oder ihr darüber sprechen und schauen, was da überhaupt der Status ist. Genau, ihr findet uns auf Twitter und Mastodon unter Chatgeheimnis oder dem Hashtag Chatkontrolle. Und da wir jetzt natürlich auch mehr planen, freuen wir uns auch über Spenden für Kampagnenmaterial. Der Link dazu ist in unserer Twitter- bzw. Mastodon-Bio. Genau. Was man natürlich auch machen kann, dass ich habe leider seinen Namen vergessen, wer diese Abgeordnetenwatch-Anfrage gestellt hat, aber es wurden schon Abgeordnetenwatch-Anfragen an zum Beispiel Konstantin von Notz gestellt und da wurde sich auch schon ganz klar positioniert. Und ich glaube, dass Abgeordnetenwatch-Anfragen ein gutes Tool sind, um auch Bundestagsabgeordneten dazu zu nötigen, sich dazu klar zu positionieren, was halt auch so ein bisschen auch im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag durchaus sinnvoll ist. So, wie geht's weiter? Nach unserer Fragerunde beziehungsweise Q&A werden wir auch noch einen Workshop anbieten, um zu schauen, wie wir gemeinsam aktiv werden können, vielleicht auch in einem anderen Rahmen nochmal eine Diskussion zusammenzuführen, was wir vor allen Dingen tun können, um in der Breite der Zivilgesellschaft darüber aufzuklären. Ich finde, dazu passt das DIVOG-Motto Bridging Bubbles sehr, sehr gut. Denn wer, wenn nicht wir, können einfach mal an alle anderen das einfach erklärt weitertragen und sagen, hey, wir haben hier wirklich ein Problem. Wir müssen dagegen was tun, weil unsere Kommunikation in Gefahr ist. Und wir brauchen Verschlüsselung als Grundrecht, als Grundlage von unserer Demokratie. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was für einige Menschen ein bisschen schwer zu fassen ist, aber ich glaube, man kann eigentlich sehr gut darüber aufklären und das sollten wir auch. Genau. Und somit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gibt es Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Keine Fragen? Schade. Habt ihr Fragen? In dem Pad ist gar nichts. Schade. Dann würde ich sonst hiermit schließen. Folgt uns auf Twitter und auf Mastodon. Wenn es Fragen gibt, erreicht ihr uns auch über Twitter, also Konstantin und mich, über unsere persönlichen Handles und Tom über die DigiGas. Ich kann euch auch sehr empfehlen, der ETRI zu folgen, um auf der europäischen Ebene da auch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ansonsten freue ich mich, euch gleich in dem Workshop zu sehen. Der Big Blue Button Raum, den findet ihr in den Self-Organized Session Schedule. Ich habe leider gerade den Link nicht auswendig parat. Aber ich glaube, von der DIVOG-Seite aus seid ihr da gut aufgestellt und findet den Weg hoffentlich zu uns. Und wir freuen uns auf eine Runde Workshop mit euch und natürlich über ganz viele neue Mitstreiterinnen.